Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Stalker Call of Prypian. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge. Doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses nukleare Killerprojekt der atomaren Zerstörungskraft. Wir befinden uns hier immer noch nach wie vor am Questen. Wir sind auf dem Weg zu diesem Baggerschiff. Ach Mensch, da sind wir ja auch schon. Um die letzte für uns derzeit verfügbare Quest zu absolvieren. Dann wird es ein bisschen tricky, weil hier, wie gesagt, auf diesem Kartenausschnitt befindet sich keine richtige Quest mehr. Jede Menge Verstecke sind noch da, aber die werden wir uns dann im Laufe des Spiels, des weiteren Verlaufs dieses Spieles widmen, wenn wir alle Schnellreisepunkte haben, wenn wir die ganze Karte aufgedeckt haben, weil hier geht es dann weiter. Hier sind die nächsten Quests und die nächsten abgestürzten Hubschrauber. Und wir wissen noch nicht ganz genau, also ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir da rüberkommen. Aber das werden wir schon noch rausfinden. Aber diese Quest, die können wir jetzt noch erledigen. Hier auf diesem Kartenausschnitt, auch wenn wir keine richtige Strahlungsschutzuniform haben. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Hier muss irgendwo was sein. Hier muss eine Ursache sein. Eine Ursache für ein gewisses Leuchten. Toi, toi, toi. Immer schön das Klicken im Ohr behalten. Kann ich hier rein? Noch nicht. Da vorne aber, oder? So. Strahlenschutz auf F3. Strahlenschutz auf F3. Merken wir uns. Strahlenschutz auf F3 und Energie auf F1. Kann ich hier irgendwo was machen? Irgendwie was? Nee, von der Seite offensichtlich gar nicht. Okay. Nö. Nee, hier ist einfach mal nichts. Hier ist einfach mal nichts. Kann ich vielleicht den Bagger einholen oder so. Ah, nicht die Anomalie küssen. Oh mein Gott. Nicht die Anomalie küssen, aber wir kommen hier rüber. Sehr schön. Vorsichtig. Das Piepen macht mich echt nervös. Ich glaube, da geht's nicht nur mir so. Ah, lauf! Okay, super viel Strahlung. Wir sollten hinne machen. Hoch! Krass, 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 krass. Da ist das Leuchten, oder? Das gemeinte Leuchten, kann das sein? Nee, das ist einfach nur blau hier. Okay. Aber wir sind richtig. Wir sind goldrichtig. Haben uns ein bisschen an den Anomalien vorbei. Oh mein Gott, was ist das? Gegenstand aufheben. Vorbeigemogelt, wollte ich sagen. Seltsames Phänomen, das Artefakt zu Bird bringen. Yay! Wir haben's. Nice. Da müssen wir nur noch unbeschadet wieder hier rauskommen. Aber das ist leichter gesagt als getan. So, wollen wir mal. Wir haben ordentlich Strahlung getankt und fangen schon an, Energie zu verlieren. Oh, Tuna! Tuna, Bruder, hör zu, da ist irgendwo ein Artefakt, das heilende Kräfte haben soll. Ich brauche es unbedingt. Einer meiner Kameraden ist todkrank und unsere Medizin bringt überhaupt nichts. Er wird nicht mehr lange machen. Ich wollte mir das Artefakt holen, aber dann bin ich in eine Gasanomalie geraten. Du bist nicht zufällig über dieses Artefakt gestolpert, oder? Wenn es wirklich so ernst um ihn steht, hier. Ich habe das Artefakt, aber ich brauche es selbst. Ja, wir brauchen es nämlich wirklich selbst. Tut mir leid. Ach komm schon, mein Kamerad, er geht wirklich drauf. In der Zone ist sich jeder selbst der Nächste. Pass auf dich auf. Mach nur weiter so. Du wirst dich an den heutigen Tag zurückerinnern. So viel ist sicher. Ja, werden wir? Okay. Aber wir werden erstmal was gegen unsere Strahlung machen. Oder erstmal ein bisschen Energie tanken, würde ich sagen. Hey, hey, hey. Was ist denn hier los? Bleib sofort stehen. Alter. Steck die Waffe ein und beweg welche dich Waffe, Mann? Du Hund. Ah! Alter. Mieses Schwein, du. Tuna, du Ratte. Nicht das Messer. Nicht das Messer. So, einen haben wir schon mal. Wow, da ist der nächste. Oh, wir haben ordentlich eingesteckt. Bluten wir? Ja, bluten wir. Wir bluten. Was ist denn mit ihm los? Hat er sich gerade selber in die Luft gebracht? Oh, stopp, hat er nicht. Sah nur so aus. Du wirst bluten. Was werde ich? Ich habe jetzt nicht ganz mitbekommen, was du von mir wolltest. Dein Kopf ist zu laut explodiert, mein Freund.
Wow. Was für eine miese Falle. Was war denn hier gerade los? Wer hat denn hier mit Sprengstoff gespielt? Ich dachte, das wäre eine Schießerei. Wer kommt denn mit Granaten zu einer Schießerei? Ihr elenden Lumpe, ihr. Granate, Muni, aber nicht die Knarren. Nein, nein, wir haben genug Knarren. Mehr als genug. Aber diese Alarmi, die nehme ich mit. Immer wieder ein Hochgenuss. Erstmal schön alles nachladen. Erstmal schön alles nachladen. Wow. Heftiger Shit hier. Tuna. Diese miese Ratte. Bluten wir noch? Nee, alles cool. Mit dem Energiezustand kann ich auch gerade leben. Wir gehen zurück zur Skadovsk und werden Bird davon berichten. Bird, Mensch. Du wirst es mir nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Dieser miese Tuna. Da wollte er mir einfach in den Rücken fallen. So, wir sind noch richtig? Ja. Wir sind noch richtig. Oh! Oh! Also, ob der Tag nicht schon stressig genug ist? Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ho, ho, ho. Aber na gut, euch loote ich doch gerne. Ihr bringt mir solide Kohle bei fast jedem Händler. Wir können ja auch gleich nochmal gucken, ob wir hier irgendwo einen patrouillierenden Soldaten finden, der uns eventuell eine Knarre abkauft. Das wäre ganz cool. So, ich mach mal das Licht aus. Hallöchen, na Kumpels, wie geht's euch? Hallo. Nun ja. Oh. Der Schnellreisetyp hat einen neuen Kumpel. Vielleicht bringt der uns dann... Vielleicht bringt der uns dann in die anderen Kartenabschnitte. Das wäre ja mal super. Du bist neu, oder? Du bist der Alte hier, ne? Ja, du bist der Alte. Wie heißt der? Kirchjuga Nagel. Grüß dich. Handeln? Willst du Waffen von mir kaufen? Nein. Schweinepfoten? Fischaugen? Die sind super lecker. Und hier ist das veränderte Rad, die Anomalie. Der Händler hat kein Interesse an dem Gegenstand. Okay, dies war früher das Ruder des Baggerschiffs. Mittlerweile hat es sich teilweise in ein merkwürdiges Artefakt verwandelt. Es sind keine besonderen Eigenschaften festzustellen, außer dem sichtbaren Leuchten und dem etwas an Radioaktivität. Strahlung plus 10. Wow. Das ist aber eine ganze Menge. Eine ganze, ganze Menge. Haben wir noch was zu verkaufen? Die anderen Artefakte würdest du nehmen, wa? Für 4000? Ich weiß nicht. Also Maximalgewicht? Brauche ich nicht unbedingt. Könnt ihr mal bitte ganz kurz ein bisschen leiser sein? Bitte? Ganz kurz ein wenig leiser. Das wäre echt Knorke von euch. Das behalte ich noch. Das klingt irgendwie cool. 7 Granaten brauche ich nicht. Was man mit 3 Granaten nicht hinbekommt, bekommt man auch nicht mit 7 hin. Die Munition haben wir schon aussortiert, oder? Die hier brauchen wir nicht, oder? Nee, die brauchen wir nicht. Das ist Pistolenmuni, beides, ne? Schrotmuni, Gewehr und Scharfschützenmuni. Dann wären wir hier soweit durch, außer die hier. Die kannst du noch haben. 5000 Rubine, yeah! Opien. Obel, ich weiß schon. Oh, er nimmt die Flinten. Er nimmt die. Oh Gott, nein. Ich hätte ihn das nicht verkaufen sollen. Ah, egal. Er nimmt die Flinten. Wir kommen gleich wieder, mein Freund. Wir kommen gleich wieder. Du kaufst unsere Flinten ab. Hey, lass mich hier durch, Wand. Was ist los mit dir? Früher war es mal cool, Wand. Vielleicht will er aber auch noch mehr haben. Ich steck mal ein. Cool, 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 cool. So. Nastrovi, möchtest du auch einen Wodka haben? Okay, handeln. Du willst also Flinten haben. Hä? Warum wollt ihr denn nur unsere Flinte haben? Weil die geupgradet ist? Ist doch nicht dein Ernst. Das sind doch die gleichen Flinten, oder? SPSA 14, ja. Weil die geupgradet sind? Was würdest du mir dafür geben? 1000? Nee, für 1000, ich brauch sie schon selber. Du bist schon ein mieser Hund, weißt du das? Ein mieser Hund, du! Was mit dir? Kaufst du mir was ab? Du redest nicht mal mit mir. Eine Frechheit ist das. Und du? Was ist mit dir? Freier Stalker, du? Ich will jetzt gerade nicht schlafen, dankeschön.
Ich will jetzt gerade nicht schlafen. Mir ist nach allem anderen, aber nicht nach Schlafen. Was behalten wir diesmal? Mal die Flint hier. Diese Schrotflinte. Mal gucken, wann wir die irgendwann an den Mann bringen können. Echt schade. Verdammt schade. Dann sind wir soweit hier durch, ne? Jetzt noch mit Bird quatschen. Ach Mensch, ey. Das ist aber auch ein Jammer. Hast du... Was hab ich? Ja. Wo finde ich sie? Ich habe einen Detektor gefunden. Ich habe einen. Ich denke, du könntest interessiert sein. Ach, guck mal an, wir haben noch eine Mission für ihn beendet. Nicht schlecht. Ein seltsames Artefakt. Ich habe es beim Baggerschiff gefunden. Nein, gib ihm das nicht, um Gottes Willen. Er ist ein mieser Händler, ist er. Wegen dieser Detektoren. Wo finde ich sie? Aber ich habe sie doch schon. Ich habe doch einen Detektor. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Ich glaube, ich habe da was nicht richtig verstanden. Aber egal. Aber egal. Wir machen weiter. Wir müssen erstmal zu Bird. Er wirkt für mich als der seriöseste hier auf der Skadovsk. Oh, guck mal, ein Anzugträger. Nice. Hi. Grischko Kaput. Grüß dich. Ich habe eine Frage. Arbeit? Du solltest mal mit Gonta reden. Er und seine Leute haben einiges zu erzählen. Vor nicht allzu langer Zeit ist eine Chimäre in Zaton aufgetaucht. Niesen? Entschuldigung, kommt gleich noch einer. Och Mann, diese verdammte Allergie. Also hat sich Gonta mit seinem Trupp auf die Jagd gemacht. Sie haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt, um die Bestie aufzuspüren. Und einen der Jäger hat er auf die Suche nach dem Blutsaugerlager geschickt. Sie waren also nicht viele. Als sie der Chimäre endlich auf die Spur gekommen sind, ein anderer Stalker, Mapki, ist zu ihnen gestoßen. Ich weiß nicht, wie das genau abgelaufen ist, aber alles deutet darauf hin, dass Mapki sich aus dem Staub gemacht hat, als er die Chimäre gesehen hat. Gonta hätte es fast nicht geschafft und einer seiner Männer wurde schwer verwundet. Die Chimäre ist immer noch da draußen, weswegen sie nach Leuten suchen, die ihnen bei der Jagd helfen. Oh, das mache ich. Na klar. Ist sowas schwer zu erlegen, eine Chimäre? Was machst du gerade? Ich muss irgendwo hin. Kannst du mich gegen eine kleine Gebühr dorthin bringen? Oh, oh! Ich glaube, die Orte kenne ich alle schon. Die kenne ich alle schon. Kläranlage kennen wir schon. Ja, das kennen wir alle schon. Schade. Schade, schade, schade. Ich dachte, du würdest uns an neue Orte bringen. Verdammt. Er will auch nur unsere modifizierte Flinte haben. Was ist denn los mit euch? Das sind solide Waffen, die ich habe. Solide Waffen. Noch was? So. Wer könnte an Karten der Gegend zwischen Zaton und Jupiter interessiert sein? Ach, guck mal. Pilot natürlich, wer sonst? Er ist ein Ortskundiger, musst du wissen. Er ist ständig zwischen der Skadovsk und der Janov-Station unterwegs und kann mit deinen Karten sicher etwas anfangen. Oh nice. Oh, das ist unheimlich wichtig, hier die ganzen Dialoge abzuklicken. Oder, naja, zu führen, die ganzen Dialoge. Militär. So, ist hier schon mal ein Stalker namens Mapki über den Weg gelaufen? Hat er ja uns ja schon erzählt gehabt. Sicher, aber keine Ahnung, wo er gerade steckt. Sonst noch was? Ist doch komisch, dass wir hier zwei Möglichkeiten haben, eine Frage zu stellen. So, wo findet man in der Gegend Werkzeug? Um ehrlich zu sein, das letzte Mal habe ich gutes Werkzeug in Sidoro Witches Bunker beim Cordon gesehen. Klar, man muss dafür bezahlen. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt kaputt? Was habe ich denn gemacht? Geht's euch nicht gut oder so? Warum willst du mit mir nicht mehr reden? Warum redet dann keiner mit mir? Ich habe einige Karten von dem Gebiet zwischen Zaton und Jupiter. Willst du mal einen Blick drauf werfen? Yay! Lass mal sehen. Gut viele Details in unserem Geschäft. Machen Details den feinen Unterschied zwischen Leben und Tod aus. In diesen Karten ist eine sichere Route eingezeichnet, die direkt von der Skadov zur Janov-Station führt. Wenn es dir nichts ausmacht, kopiere ich die Daten auf meinem PDA. Ich kann dir dafür einen netten Preisnachlass anbieten. Oh cool. Wie viel kostet es zur Janov-Station? Und wir haben rausgefunden, wie wir den Kartenausschnitt wechseln können. Sehr nice. 1000. Okay.
Noch nicht. Wir gehen noch nicht rüber. Machen wir später. Anomalien und Emissionen haben wir schon alles bequatscht, ne? Wunderbar. Wir wissen also, wie wir rüberkommen. Das wär's soweit. Und du willst nicht mehr mit uns quatschen? Doch, jetzt wieder. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Abgestürzte Hubschrauber. Weiß auch nicht weiter. Ich habe eine Frage. Wo findet man Artefakte? Es gibt da ein Gebiet in Zaton, wo unter der Wasseroberfläche Hitzeanomalien entstanden sind. Dieser Ort wird Boiler genannt, weil dort Dampf und anderes Zeug aus dem Boden austritt. Falls du denkst, ist ja nur Dampf, ändere deine Meinung lieber. Erfahrene Stalker sagen, dass diese Art von Dampfanomalie mindestens genauso gefährlich ist wie eine normale Hitzeanomalie, wenn nicht sogar gefährlicher. Die Temperatur mag etwas niedriger sein, aber du bist der Hitze länger ausgesetzt. Und was Artefakte anbetrifft, man findet dort normale Feuerartefakte. Cool! Was machst du gerade so? Achso, das ist immer die Einleitefrage für, bring mich mal dahin. Was machst du gerade? Okay, noch was. Was gibt's Neues in der Zone? Das ist zwar nichts Neues und auch kein Geheimnis, aber Kardan, der Techniker, ist gerade drauf und dran, sich tot zu saufen. Stimmt, ich versorge ihn ja mit Schnaps. Als er auf die Skadovs gekommen ist, soll er nur zu bestimmten Anlässen oder gegen die Strahlung etwas getrunken haben. Erst später hat er wirklich angefangen, sich regelrecht volllaufen zu lassen. Er ist nicht über den Tod seiner zwei Kameraden hinweggekommen. Sie müssen ziemlich eng befreundet gewesen sein. Okay, da werde ich mal drauf anquatschen. Vielleicht machen wir ihn zum Antialkoholiker. Vielleicht kriegen wir ihn ja trocken. Das wäre ganz cool eigentlich. So, weiter geht's. Gibt's noch mehr Neues aus der Zone? Ich hab dir alles erzählt, okay. Noch eine Frage. So. Mit dem Job haben wir auch schon bequatscht gehabt. Cool, 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 cool. Ja. Und leider ist das ein bisschen unkomfortabel, meiner Meinung nach, dass wir die Leute ja immer und immer wieder anquatschen müssen. Jurka Lampe! Hubschrauber, alles klar. Noch mehr. Mapki, haben wir schon bequatscht, ne? Ich erinnere mich. Werkzeug, weiß er nicht. Weiß er nicht, werden wir schon irgendwann hinkommen. Hast du noch was für mich? Was willst du? Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Ich höre gerade Radio, okay. Dann hör weiter dein Radio, mein Freund. Hallo? Erkläre mir, wie man Mutanten jagt. Ach nee, brauchen wir nicht. Alles cool. Er will nicht. Er will nicht. Wunderbar, damit hätten wir jetzt alle abgequatscht. Bird, mein Guter, ich habe ein Artefakt für dich. Auf unser bescheidenes Schiff. Na, dieses Artefakt hier, guck doch mal. Ich habe im Baggerschiff ein sonderbares Artefakt gefunden. Hier, bitteschön. 3000, yay! Interessant, ein Semi-Artefakt. Hier, deine Belohnung. Ich bin großzügig, wenn jemand seine Sache gut macht. Wie es scheint, wurdest du gut ausgebildet. Schau bei mir vorbei, falls du Arbeit brauchst. Ich kriege oft Bestellungen rein. Die Kunden wollen bestimmte Artefakte und bezahlen gut. Oh, das hört sich super an. Ich suche Gruß. Wir wollten uns hier treffen. Ich soll dir etwas von ihm ausrichten. Er meinte, er will zu den Dockkränen und hätte etwas Neues über die vermissten Stalker herausgefunden. Ich glaube, das ist sogar noch hier. Das ist da, wo wir das eine Versteck nicht gefunden hatten. Erzähle mir mehr vom Leben hier. Nein. Du hast gesagt, du hast Arbeit für mich. Du hast Arbeit für mich. Oder soll ich dir einfach nur Artefakte bringen? Ich weiß nicht. Das mit dem Artefakten, das raff ich noch nicht hundertprozentig. Da müssen wir uns noch ein bisschen weiter mit beschäftigen. Okay. Komm einfach vorbei, wenn ja. Es etwas Interessantes gibt. Warte mal, ich gehe nochmal zu Uno. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Uno, da hinten. Ah, hier. Und Kader müssen wir auch nochmal bequatschen. Vielleicht können wir ihn ja mit etwas Seelenpflege wieder auf den richtigen Kurs bringen. So den Teilzeitalkoholiker. Der er vorher mal war. Da ist er, Uno. Hallo. Entschuldigung. Hast du dort Arbeit für mich? Nee, er hat nichts für mich. Aber ich habe doch von irgendwen diesen Detektor bekommen. Ach, wie dem auch sei. Das raffen wir schon mit der Zeit. Wunderbar. Ich guck mal, was wir doch hier in der Gegend machen können. Das war's schon. Tschüss.
Gibt es hier für uns überhaupt noch irgendetwas zu tun? Ich glaube nämlich, dass die Mission auf dem Baggerschiff mit dem Semi-Artefakt das letzte gewesen ist, was wir hier machen konnten. Nee, ich sehe hier nur noch Ortschaften und Verstecke. Das bedeutet für uns, wir müssen uns an Pilot wenden und dann den Kartenausschnitt wechseln. Entweder geht's nach links oder nach rechts, ich weiß es noch nicht, das werden wir herausfinden, aber erst in der nächsten Folge, meine werten Ödländer von Stalker Call of Pripyat. Mir hat es wie immer eine Menge Spaß gemacht, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen verstrahlten Daumen nach oben geben würdet, ansonsten wieder schauen und reingauen. Der Leo, bis zum nächsten Mal, ciao!